Ich kann ja wesentlich, ne, wenn ich mir das alles hier angucke, was du heute gezeigt hast, kann ich ja wesentlich auch noch weitermachen. Also ich kann ja erst jetzt richtig dann mal loslegen. Habe ich das verstanden? Würde ich jetzt mal behaupten, jeder, der ein bisschen Excel-affin ist und fit ist, du dem drei Handgriffe zeigst, dann kann der danach wahrscheinlich loslegen. Wenn ich jetzt aber noch sage, bevor ich einkaufen gehe, ja, ich möchte die Party vielleicht noch als Veranstalter noch ein bisschen beeinflussen. Ich möchte, warum auch immer, den Prince of Wales noch ein bisschen mehr vermarkten oder ich gebe ab und zu mal noch ein kostenlos über die Theke rüber. Jetzt kann ich beginnen, auch hier hinten raus am Ergebnis die ganzen Sachen rückwärts zu schrauben. Also bedeutet, ich kann einfach mal sagen, ich möchte einfach 400 Prince of Wales über den Tresen reichen. Was bedeutet das jetzt? Hat natürlich jetzt Auswirkungen auf die Stücklisten gehabt, nämlich hinten raus, ich müsste jetzt 400 Beeren eigentlich kaufen. Was hat es für Auswirkungen auf den Konsum? Und jetzt hat er das rückwärts gerechnet. Also, wie viel muss ich jetzt, und da haben wir jetzt halt eine Konstante drin, nämlich die Anzahl Konstante ist die Gäste, die haben wir nicht verändert, aber wie viel müssen die jetzt trinken, damit die 400 Prince of Wales überhaupt wegkommen? Und das ist jetzt hier schon das Ergebnis. Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt hier auch was rechne, wird es rückwärts gerechnet. Kann natürlich jetzt auch auf unterste Ebene machen, weil eine krumme Anzahl wird es nicht geben. Das heißt, hier gehen wir jetzt vielleicht auf die 250 runter. Und so kann ich jetzt an jeder Stelle hier auch was abändern und rückwärts brechen. Und jedes Mal ändert sich dann hier das Verhalten, also an jeder Stelle vom Modell. Wir können es noch auf die Spitze treiben und sagen, beispielsweise, ich kann aber nur Ananas, wenn die in Zehnerpaketen die Schnitze kommen. Es gibt vielleicht da nur 1000 Stück. Könnte ich jetzt dann noch sogar sagen, ich breche so eine Stückliste rückwärts runter und gehe mal von 1000 Stück rückwärts. Was bedeutet es jetzt? In dem Moment sind jetzt alle Rezepte, wo eine Ananas drin ist, rückwärts gerechnet worden auf die Mengen hier rückwärts. Und danach haben sich auch wieder die Werte hier verändert. Also wir können jetzt an jeder Stelle vom Modell können wir jetzt eingreifen, als Planer eingreifen und sagen, was wäre denn, wenn? Und das Ganze ist halt noch in raketenmäßiger Geschwindigkeit. Das ist wieder das Wichtige. Ein Planer möchte sofort seine Auswirkungen sehen. Die sieht er zumal in Zahlen, andererseits aber auch natürlich in diesen ganzen Grafiken, wo wir jetzt auch einen Drill machen könnten, einen Mouse-Over-Effekt oder was auch immer wir dann haben. Das ist so mal das Grundsätzliche, was so diese Planung mit Themen 1 ausmacht.